In diesem Video möchte ich den gestern erschienenen Gameplay-Trailer zu An die Uni für euch zusammenfassen, sowie einige neue Entwickler-Tweets mit euch teilen. Viel Spaß beim Ansehen! Der Trailer beginnt mit einer weiten Sicht vom Campusgelände von Foxbury. Auch hier sehen die Häuser im Vordergrund nicht sehr interaktiv aus. Weiter kann man im Hintergrund wieder verschiedene Fähnchen erkennen, die vermutlich zu einem zufälligen Festival gehören, wie man sie auch schon aus Inselleben kennt. Ganz genau im Hintergrund lässt sich ebenfalls noch eine kleine Drohne erkennen, die viel kleiner wirkt als noch im ersten Trailer. Achtet in dieser Szene mal darauf, wie die Sims-Frau mit ihrem Buch im Arm herumläuft. Diese Szene ist komplett vollgestellt mit einigen neuen Objekten. Besonders toll finde ich hier die geniale Apfeluhr im Hintergrund und dieses schicke Regal. Auch durch den Schreibtischstuhl wirkt es für mich so, als hätten sich die Entwickler teilweise stark an einem schwedischen Möbelhersteller inspirieren lassen. Die Sims befinden sich aber eindeutig in einem Apartment, was in der nächsten Szene durch den Aufzugsschacht klar wird. Der nächste Raum beinhaltet als Besonderheit nur diese zwei kleinen Roboter, die ja auch eventuell mit der neuen Fähigkeit hergestellt werden können. Auch hier auf der Staffelei lässt sich wieder eine mit Bleistift gezeichnete Skizze erkennen, vielleicht wird diese als neues Feature mit der Erweiterung dazukommen. Ebenfalls in der nächsten Szene wird es spannend. Wenn ihr viel im Baumodus unterwegs seid, sollte euch eine coole Neuerung aufgefallen sein. Scheinbar ist es jetzt möglich, Säulen über mehrere Stockwerke hinweg zu platzieren. Hier fällt ebenfalls besonders stark auf, wie hügelig und schräge Bereiche Brightchester allgemein hat. Achtet hier im Hintergrund auf die zerfallene Burg, die wohl aber bestimmt nur Deko ist. Auch die Jacke dieses Sims ist doch ziemlich schick, die zerfallene Burg lässt sich hier nochmal besser erkennen. Ein weiteres Gameplay-Objekt, welches wir im ersten Trailer noch nicht gesehen haben, diese neue Stereoanlage, welche zwei Lautsprecher besitzt. Die Sims können sich hier den Ball auch gegenseitig zuspielen. Als nächstes wird das neue Roboterbauen gezeigt. Hier fällt besonders die neue Erstellungskapsel für die Roboter auf, an denen an den Maschinen herumgeschraubt wird. Außerdem bekommt man hier nochmal einen besseren Blick auf die kleinen neuen Roboter für die Sims. Auch der kleine Mini-Deko-Roboter ist echt witzig. Jetzt befinden wir uns wieder auf dem Campus, auf dem wohl ein Departierclub stattfindet. Interessant ist hier, dass es auch eine Jury geben wird, die sich alles anschaut. Was es auch immer mit dieser Szene auf sich hat, die Region im Hintergrund sieht ebenfalls sehr neu aus. Hier bekommen wir nochmal eine weite Übersicht der neuen Region, die wie immer unfassbar detailliert wirkt. In dieser Szene habe ich zuerst gedacht, dass ebenfalls neue 3x2 große Tische hinzugefügt wurden. Allerdings sieht es eher so aus, als wenn hier einfach zwei einzelne Tische geschickt aneinandergestellt wurden, meiner Meinung nach doch etwas schade. In den nächsten Szenen werden die neuen Berufe kurz gezeigt, die aus Anwalt, Lehrer und Ingenieur bestehen. Auch wenn diese Szenen hier so aussehen, als wären sie aktiv spielbar, bin ich mir sehr sicher, dass dies nicht der Fall sein wird. Die neuen Objekte werden vermutlich nach und nach freigeschaltet und auch hätte man dies sonst in der Produktbeschreibung erwähnt. Damit neigt sich der Trailer auch langsam dem Ende zu und wir werden nochmal mit extra für den Trailer erstellten Animationen bequatscht. Aber auch in der letzten Szene lässt sich noch ein neues Gameplay-Objekt erkennen, welches vermutlich ähnlich wie die Café-Bar aus Zeit für Freunde funktionieren wird. Kommen wir nun zu ein paar spannenden Tweets, die von den Entwicklern geteilt wurden. So wurde beispielsweise bestätigt, dass man leider nicht an den Vorlesungen aktiv teilnehmen kann, sondern diese nur als Rabbit Hole funktionieren. Weiter wurde geteilt, dass die Sims Stipendien bekommen und sich auch Studentenkredite nehmen können. Außerdem sind die Fahrräder in jeder Welt frei nutzbar. Ebenfalls können keine Kleinkinder oder Babys mit auf dem Campusgelände leben. Und als letztes wurde im gestrigen Blog-Eintrag noch verraten, welche Abschlüsse die Sims machen können. Hier ist Biologie, Computerwissenschaften, Wirtschaft, Physik, Psychologie, Gaunerei, Kunstgeschichte, Kochkunst, Theaterwissenschaften, bildende Künste, Geschichte, Sprache und Literatur und Kommunikation wählbar. Wenn ihr die neue Erweiterung besonders günstig vorbestellen wollt, schaut bei Instant Gaming vorbei. Hier erhaltet ihr das Pack für fast 30 Euro, also gut 25% billiger. Link in der Beschreibung. Hier links findet ihr nochmal meine Live-Reaktion zum Trailer. Also dann, bis zum nächsten Video.